Wir haben etwas falsch gemacht. Ich meine nicht jetzt Sie persönlich oder mich, sondern wir alle als Gesellschaft. Wir haben verlernt zu debattieren. Wir haben verlernt, miteinander zu reden. Wir haben es geduldet, dass Menschen nicht zu Wort kommen. Wir haben es geduldet in den öffentlich-rechtlichen Medien, dass dort inquisitorische Interviews geführt werden von politisch Geframten. Was meine ich damit? Damit meine ich, wir haben es zugelassen, dass manche Menschen rechter haben als andere. Und das kann ich angehen. Jeder Mensch hat seine Gedanken und Überlegungen, vielleicht ein paar Defizite, aber die kann man ja in eben solchen Gesprächen dann ausgleichen, wenn einer das vernünftig erklärt. Heute Morgen zum Beispiel bin ich mal wieder über einen Vortrag gestolpert, da ging es ums Wachstum und dass das ja nicht so weitergehen könnte und. Dieses Thema begleitet mich mein ganzes Leben. Auch schon in meiner Jugend ging es darum. Club of Rome hatte sein Buch veröffentlicht, Grenzen des Wachstums. Was relativ klar ist, es geht dort um die Grenzen der Ausbeutung unserer Natur. Aber das ist nicht identisch mit den Grenzen des Wachstums. Weil wenn man sich anschaut, wie das Wachstum definiert ist, dann wird einem ganz schnell klar, die Definition des Wachstums hängt am Bruttosozialprodukt. Und das Bruttosozialprodukt wiederum ist eine Größe, die hängt an der Inflation. Ja, und all diese Güter, die produziert werden, die haben sowohl ein quantitatives als auch ein qualitatives Wachstum. All diese Dinge hängen miteinander zusammen. Es ist einfach nur so ganz plump zu behaupten, es würde Grenzen des Wachstums geben. Das bedeutet für mich immer gleich, da hat einer nicht zu Ende diskutiert. Also insbesondere an dieser Stelle haben wir wirklich einen Fehler gemacht, weil natürlich möchten wir, dass sich Dinge entwickeln, dass unsere Städte lebenswerter werden, auf irgendeine Weise. Da müssen wir natürlich miteinander reden. Und manche LKWs machen so viel Krach. Da ist es vielleicht besser, mal einen Moment nicht so wichtige Sachen zu sagen. Okay. Geht weiter. Ich war bei dem Thema, dass wir natürlich gewisse Ansprüche haben. Wenn wir diese umsetzen, wenn wir darüber gesprochen haben, dann werden dafür deren Realisierung, vielleicht eine Fußgängerzone in der Stadt, natürlich auch Mittel aufgewendet. Die müssen irgendwo verdient werden, die müssen irgendwie ausgegeben werden, die spiegeln sich im Wachstum. Und das ist ja auch völlig okay. Das heißt, auch wenn ich mir ein neues Dach aufs Haus backe oder eine neue Heizung kaufe oder was auch immer, das ist alles Wachstum. So, in diesen Wachstumsdiskussionen sehe ich aber immer nur die Halden von irgendwelchen Fahrzeugen, die bei VW da rumstehen oder ähnliches. Das ist natürlich eine falsche Darstellung. Gut, also das ist jetzt meine Meinung. Das ist eine Meinung. Und alle anderen können auch eine andere Meinung haben. Und wenn Sie jetzt heute irgendwo politisches Framing vermuten, das fängt meistens schon an damit, dass man Leute aus der Diskussion ausgrenzt, dann denken Sie mal drüber nach, wie Sie diese Ausgegrenzten wieder reinkriegen in diese Diskussion, wie Sie sie ansprechen, wie Sie sie mitnehmen, womit Sie sie überzeugen können, ob Ihre Argumente wirklich gut sind. Ich votiere jetzt einfach mal dazu, mehr miteinander zu reden, statt weniger. Diese Sprechverbote zu verbieten, die wir zurzeit haben. Es gibt auch im Moment eine Debatte, die hängt sehr eng damit zusammen. Das ist die Cancel Culture Debatte. Und da weht gerade auch ein heftiger Wind, weil manche Leute auch dort glauben, mehr Recht zu haben als andere. Und passen Sie auf, dass sie zu Wort kommen, dass wir offene Diskussionen führen, damit wir in Zukunft sagen können, wir haben es nicht besser gewusst. Sagen wir ja jetzt auch schon, aber das, was wir auf jeden Fall heute wissen müssten, ist, dass man
so nicht miteinander redet, wie wir es gerade tun. Über Covidioten, über Pack, über weiß der Teufel, was für gemeine Sachen. Lassen Sie sich das nicht bieten. Das geht überhaupt nicht. Menschen, die so etwas tun, sind... Denken Sie sich was aus. Ich habe in meinen vorangegangenen Videos eine Menge Vorschläge gemacht. Okay, das war's für heute.